Die machen sowieso, was sie wollen. Herr Wimmer, ich möchte hier mal eingreifen, was mir aufgefallen ist, als ich angefangen habe, mein Fernsehen abzustellen. Wenn man, ich habe das auch mal getestet als Reporter auf der Straße, wenn man in eine klassische Talkshow, das ist hier keine Talkshow, das ist eine Gesprächsrunde, das ist ein großer Unterschied. Aber wenn man eine Talkshow aufgezeichnet hat, da waren verschiedene Parteienvertreter und man hat Sätze, die dort gefallen sind, genommen und hat gesagt, das ist ein Satz und das ist ein Satz und das ist ein Satz und der und der war da. Wer hat denn welchen Satz gesagt? Dann hätte jeder von jedem Satz also stammen können. Die können das nicht mehr zuordnen. Das ist alles wischiwaschi. Aber weil Sie auch von den praktischen Konsequenzen sprechen, das hat natürlich praktische Konsequenzen, wenn man sich als Politiker nicht mehr offen äußern kann, weil das ist der Job des Politikers, nämlich offen zu sprechen. Und eine dieser Konsequenzen, darüber möchte ich jetzt mit Ihnen reden, weil das betrifft viele junge Menschen, die das hier sehen, ist der Parlamentsvorbehalt. Was bedeutet das, wenn der Parlamentsvorbehalt, erklären Sie kurz, was das ist, wenn der abgeschafft wird, weil daran wird gearbeitet. Ja, weil das stört natürlich die NATO-Überlegungen, dass der Deutsche Bundestag, was Militäreinsätze anbetrifft, eine öffentliche Debatte haben muss. Das heißt, die Deutschen wollen wissen, was mit ihrer Bundeswehr los ist. Und sie machen das ja mit einer gewissen Vorbildfunktion sogar in der Westlichen Allianz. Weil es das in Deutschland gibt, waren ja vor 2-3 Jahren, war weder das britische Unterhaus bereit, in Syrien einzumarschieren, noch der amerikanische Kongress. Man muss das ja ganz nüchtern sehen. Das heißt, in einer Zeit, wo wir den Parlamentsvorbehalt NATO-konform abschaffen wollen, gibt es andere Parlamente, die eigentlich begierig auf dem Pfad sind, so etwas zu bekommen. Dass man öffentlich darüber reden muss und dass das nicht eine administrative Entscheidung ist, was mit den eigenen Töchtern und Söhnen, die sind ja in der Bundeswehr, die sind ja in der Armee, passiert. Und diese öffentliche Diskussion, die es bei uns gibt, die soll so zurückgenommen werden, dass der NATO-Oberbefehlshaber und damit der amerikanische Präsident alleine darüber entscheidet, was mit der deutschen Bundeswehr passiert. Denn wenn es keine öffentliche Diskussion im Deutschen Bundestag mehr gibt, hat die Regierung eine bequeme Ausrede nicht mehr zur Verfügung und die rettet uns. Ja. In dem Maße, wie es eine Parlamentsdebatte darüber und eine öffentliche Debatte gibt, kann die Regierung natürlich in der NATO sagen, das tut uns leid, das kriegen wir im Deutschen Bundestag nicht durch. Mhm. Das ist ein bequemes Argument, das nutzt jede Regierung, die Schweizer genauso gut wie die amerikanische. Das heißt, reputierliche Nachbarn tun es genauso wie wir. Also die kriegen es nicht durch den Kongress, sagen die Amerikaner. Die kriegen es dann nicht durch den Kongress, oder wie Cameron gesehen hat, er hat es nicht durchs Unterhaus bekommen. Wenn ich das nicht mehr habe, dann hat die Regierung diese Ausrede nicht mehr. Und dann ist es faktisch so, dass der NATO-Oberbefehlshaber, und das ist ja der amerikanische Präsident, darüber entscheidet, was mit der Bundeswehr passiert. Wer betreibt es denn hier bei uns, das abzuschaffen? Das ist die Große Koalition. Das steht im Koalitionsvertrag, das haben die sich vorgenommen. Dazu ist eine Kommission einberufen worden unter Vorsitz eines ehemaligen, auf diesem Gebiet notorischen Verteidigungsministers. Und damit ist die strategische Absicht verbunden, das, was wir haben, so NATO-konform zu machen, dass im Deutschen Bundestag sich gegen Militäreinsätze kein Widerstand mehr regen kann. Und dann ist das weg und dann haben wir unsere Bundeswehr, und das haben die Amerikaner ja schon im Jahr 2000 sehr klar gemacht, dann haben wir unsere Bundeswehr im globalen Einsatz für amerikanische Interessen. Das ist der strategische Hintergrund. Und ich sage es mal bezogen auf die Überlegungen im Zusammenhang mit der Ukraine und mit der Russischen Föderation. Der NATO passen zwei Dinge ins Konzept. Nazi-Bataillone in der Ukraine an der russischen Grenze. Ja. Also die mit dem Schlimmsten kommen, was ein Russe sich vorstellen kann, mit den Vernichtungssymbolen der Vergangenheit. Das kann man sogar im ZDF sehen. Das kann man sogar da sehen. Mhm. Und dass die deutsche Bundeswehr, ohne dass das deutsche Parlament offen darüber debattiert, im NATO-Interesse eingesetzt werden kann. Man kann ja immer wieder sagen, wir benötigen Indikationen, in welche Richtung unser Land gehen soll. Und ich kann aus meiner Sicht der Dinge nur sagen, vor dem Hintergrund einschlägigster Erfahrung auf diesem Feld, das sind zwar Indikationen, wenn die eintreten, dann weiß ich nicht, wie lange es noch dauert, bis dass wir den Konflikt in Europa haben. Und da muss man, also ich finde das ein ganz, ganz wichtiges Statement, das Sie gerade gemacht haben, weil man muss sich ja dann erinnern an diese Rede von Georg Friedmann, der eben sagt, ja.
Eurasien, das heißt Europa und Asien zusammengenommen, also nehmen wir mal die Flughöhe, die so hoch ist, dass Schweiz und Deutschland nicht mehr zu unterscheiden sind, und dann ist Eurasien da. Oder? Dieser riesige Kontinent. Ganz groß, ja, genau. Das Herzland. Ja, genau. Und er sagt, es ist ganz klar, das Imperium, das heißt die USA, können Eurasien mit Truppen nicht kontrollieren, weil man zahlenmäßig unterlegen ist. Aber was man machen kann, ist, man kann Eurasien schwächen, indem man zum Beispiel die Iraner und die Iraker beide beliefert, dann erschießen sie sich gegenseitig, hab 400.000 Tote. Und er sagt explizit, das war zwar zynisch, aber es funktioniert, darum finde ich das eine super Idee. Man sollte das jetzt mit den Russen und den Deutschen machen. Das heißt, die Idee, und das wird ja den Leuten überhaupt nicht erklärt, die Idee ist wirklich, dass Deutsche Russen erschießen und Russen Deutsche erschießen, und das soll in der Ukraine passieren, und die Medien nichts darüber, nichts, sondern es wird eigentlich, die Leute werden in den Krieg geführt. Und wenn wir jetzt mal die NATO-Bilanz anschauen der letzten Jahre, was ist denn, USA und England haben den Irak 2003 bombardiert, die Geschichte mit den ABC-Waffen, nur Lüge, was ist mit dem Land jetzt, nur Chaos. Tote, 1 Million. Okay, nicht einen Superleistungsausweis. Dann Libyen 2011 wurde bombardiert, hatte ein UNO-Mandat, aber nur für eine No-Fly-Zone. Mhm. Diese No-Fly-Zone wurde gedreht in einen Regime-Change. Das ist so, wie wenn ich Ihnen, Herr Pohlmann, sagen würde, Sie dürfen gerne vor meinem Haus parken, wenn Sie jemanden in der Gegend besuchen, und Sie bedienen sich und essen den Kühlschrank leer. Dann sage ich immer, das ist nicht das Gleiche. Ich habe gesagt, Sie können parken. Und zieht bei Ihnen ein und wohnt da dann fest. Ja, also dann hört es auf. Ja. Dann rufe ich ihn an. Dann rufe ich die NATO. Aber ich sage mal, dass auch Libyen wurde gelogen, da ist Deutschland, finde ich, ehrenwert, dass man da nicht mitgemacht hat. Dann haben wir Afghanistan-Krieg. Afghanistan-Krieg baut auf 9-11 auf. 9-11, wissen wir, dürfen wir nicht untersuchen. Mhm. Afghanistan seit 14 Jahren bombardiert, auch noch ein Chaos. Ja. Und jetzt sagt man, schaut her, Libyen, Irak, Afghanistan, das zeigt doch, wenn wir das mit der Ukraine machen, da kommt da eine blühende Demokratie raus, wo sie am liebsten ihre Kinder 2020 in die Schule schicken würden. Da merkt jeder, da stimmt doch was nicht. Ihr lügt wie gedrückt. Also ich kann das nur querschreiben. Ich habe da eine Erfahrung im Jahr 2007 gemacht, wo ich mit einem hochrangigen pakistanischen Gesprächspartner beim afghanischen Präsidenten Karzai gewesen bin. Ich war vorher schon intensiv in diesem Land seit 1995 unterwegs, kenne also das ein oder andere. Und dann sagt dieser afghanische Präsident, der sagt, im Jahr 2004 hätten die Amerikaner in Afghanistan den Frieden haben können. Nochmal bitte. Sie hätten Frieden haben können. Die Amerikaner hätten 2004 in Afghanistan Frieden mit allen Gruppen haben können. Sie hätten keinen Krieg mehr führen müssen. Sie haben es abgelehnt. Das sagt der mit Gnaden der Amerikaner ins Amt gekommene afghanische Präsident Karzai. Mhm. Und dann kann ich natürlich nur sagen, wenn das der Hintergrund dafür ist, dass unsere Soldatinnen und Soldaten da sterben sollen, dann kann man das doch nicht mitmachen. In welchem Verein leben wir eigentlich und in welchem Land tun wir es auch? Mhm. Das heißt, da muss man ja jeden Widerwillen, den man artikulieren kann, den muss man doch da artikulieren. Es war ja nicht irgendjemand, es war der afghanische Präsident, der mit Sicherheit die Situation da beurteilen konnte. Also man muss sich ja da fragen, wenn man sich die imperiale Politik anguckt, schon bei den Römern vor 2000 Jahren, und jetzt heute des Imperiums in Washington. Und ich frage mich da, ich habe keine Antwort, ich frage mich da oft, was ist da die Absicht hinter? Also es gibt diese Strategie der Amerikaner, Full Global Dominance. Also man will... Offiziell kann man offizielle einsehen. Penta haben wir hier auch zitiert. Ja, also kann man PDF, kann man nachlesen. Mhm. Globale Dominanz ist sozusagen die Pentagon-Strategie. Mhm. So, Sie haben es ja eben kurz aufgezählt, was für ein blutiges Chaos die Kriege seit 99, auch im Kosovo. Da ist jetzt Bond-Stil und Drogenhandel, sonst ist nichts im Kosovo. Ja, das wollte man ja von Anfang an genau, haben. Genau. Macht das, die Römer haben ja damals eine Politik.